Hallo, Terme, Distributivgesetz, ausmultiplizieren. Wie funktioniert das nochmal? Das ist ganz leicht. Seht ihr eine Zahl, dann ein Mal und dann eine Klammer. Dann ist es ein Zeichen, dass ihr die 3 mit dem a multiplizieren müsst und die 3 mit dem b multiplizieren müsst. Das heißt, da steht dann 3a plus 3b. Habt ihr 3a mal a, dann müsst ihr das mit dem multiplizieren und mit dem multiplizieren. Trick ist immer der Malpunkt vor der Klammer. Also 3a mal a sind 3a Quadrat plus 3a mal 3b sind einfach 3ab. Hier ist auch wieder der Malpunkt vor der Klammer. Also müsst ihr das mit dem multiplizieren und das mit dem multiplizieren. Dann multipliziert ihr die Zahlen. Das sind 6a hoch 2 plus 12ab. Das war's. Euch viel Spaß.